Greetings! What happened to Toad? He's all sick with a cold. But forget about that. A new theme park just opened. Come on, let's go check it out. This is Bowserland. It's fun, yet frightening. The great Bowser created this park. Wir haben ja gegen Ende des letzten Mals ja noch eine letzte Map freigeschaltet, ne? Und das ist Bowserland. Ja, das ist letzte Map. Von Mario Party 2. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Mario Party 2 Part. Mit Kai und Akaya zusammen. Wir sind drei Leute. Sunny kriegen wir mittlerweile selten hier irgendwie ran. Aber das macht ja nichts. Ich mache einfach den Bot auf Donkey Kong und dann haben wir Sunny ja da. Hat er mich geflamed, dass das zu lange ihm gedauert hat? Wer, wie, wo, was? Bowser Jr. hat mich geflamed, weil es ihm zu lange gedauert hat. Naja, wir haben halt noch ein bisschen hier vor Anfang der Aufnahme geredet gehabt. Verständlich, dass es lange gedauert hat. Ich musste das Spiel heute übrigens mal echt viel leiser stellen bei OBS, ne? Für die Zuschauer an der Stelle. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Kai heute nur auf mich gehen wird. Ich weiß nicht warum. Hey, we are here. This is the fabled Bowserland. Kai, eventuell bist du gemutet. Bowser, King of the Koopas, created this adventure board. And all its fun, yet frightening events. Bowser's truly wonderful, great. Bowser's a true superstar. Also das halte ich für Propaganda. Even if you collect a million stars, you never defeat Bowser. Never, ever, ever. But you can try if you like. Good luck finding your kidnapped buddy Toad. Well, we must decide turn order to begin this impossible quest. Den machen wir fertig. Der gute kommt immer zuletzt. Eine 1 oder eine 5 wäre viel witziger gewesen. Ja, wäre es wirklich. Eine 1 oder 5 bei dir wäre echt witzig gewesen. Dann hätten wir hochgezählt. Nee. Ich muss ja den Überflieger spielen hier. Das ist aber auch das Einzige, was bei dir heute überfliegt. Das wird deine einzige 9 heute sein. Weil ihr mich wieder alle in den Dreck treten werdet, wie es bisher in jeder Aufnahme der Fall war. Nein, Kai wird heute nicht treten. Ich trete aber wahrscheinlich nicht auf dich. Kai hat mich heute auf dem Kieker. Das wäre die erste Aufnahme, wo ich potenziell eine Chance hätte, überhaupt mal den ersten Platz zu bekommen. Was für ein Überflieger. 4 Schritte. Wir haben doch gesagt, das wird deine einzige 9 heute sein. Hast recht, denn ich würfel. Ich würfel fast nur noch 10. Okay, ich hab dich überboten. Ich hab eine 1 gewürfelt. Wo komme ich überhaupt raus? Nicht beim Stern, hoffe ich mal. Ja, da definitiv nicht. Da oben. Ich bin im Nevada. Oh, was für eine schöne Bank. Das ist eine schöne Brille, die er trägt. Stylisch. Ich finde die Map stylisch. Ich würde hier mal behaupten, dass wenn ich jetzt nach oben gehe, ich nur nach oben gehen kann. Nee, du kannst dann an der Einstellung auch nach rechts. Er kann nur nach oben. Weil wenn du mal guckst, die Pfeile kreuzen sich. Ah, okay. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Dass man nur von der linken Seite aus nach rechts kann. Das ist Vielspieler-Minispiel. Bombs away! Was war das nochmal? Die letzte Aufnahme ist so ewig lang her bei dem Spiel. Achso, das war das. Einfach nur ausweichen. Okay, ich hüpfe da mal auf Kais Kopf rum.
Und ich hüpfe auf Shinings Kopf rum. Prinzessinnen sind doch dazu da, dass man auf denen rumhüpft, oder? Ja, immer. Aua! Kai, nein, aus! Oh, Kai ist runter. Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Nein, nein! Die hat komplett auf mich gesniped, diese eine Rakete. Ja, die hat dich aber wirklich gut angeaimt. Um Gottes Willen, da kommt die Große! Nein! Ich wurde gegen Ende noch runtergeeatet. Ich habe das Spiel mal ein kleines bisschen lauter geredet, nur für den Fall. Kann ich die Brille haben? War es nicht so, wenn du genau drauf kommst, dass du dann eigentlich das Zeug zurückbekommst? Nein. Ich glaube, die Regeln sind auf der Map umgedreht. Für die Bank. Weil ich bin ja gerade nur drüber gelaufen und habe 5 Münzen bekommen. Nee, ich laufe dran vor. Okay, doch, ist so. Bei dran vorbeilaufen, man kriegt das Zeug. Was passiert hier? This is the parade planning office. Would you like to change the parade route? Ja, mach mal. Ich habe ja eh gerade 5 Münzen geschenkt bekommen. Change only 3 turns until the parade begins. I bet you can't trade. Okay, dann darf man wahrscheinlich nicht in der Paraderoute stehen. Nein, okay, hat sich. Warte mal, wenn ich nach unten gehe, dann komme ich doch sowieso wieder in die Scheißröhre und bin wieder da oben. Richtig. Mir wird aber ja auch eine Wahl gelassen. Eine Pest oder Cholera. Also da vorbeilaufen ist besser. Nein, du möchtest nichts kaufen. Sag ich doch, du willst nichts kaufen. Du willst Münzen abgeben. Ich doch besser mal den Schlüssel gekauft, dann hätte ich zumindest durch das Tor gehen können. Oha. Und der Nächste, der genau da drauf landet, muss 10 zahlen. Okay. Der Preis hat sich erhöht. Oh Gott, ich muss mit dem Bot gegen euch beide antreten. Torpedo Targets. Minispiel kommt mir nicht bekannt vor. Nee. Das ist ein komplett neues Mal zur Abwechslung. Warte mal, erstmal. The Submarine Pilot and Torpedo Launcher must cooperate to hit as many targets as possible. Okay, ich und Akai sind offenbar die steuern müssen. Und die anderen beiden sind die schießen müssen. Denkt mal mit dem. Man denkt mit dem Linken, okay. Kai, du wirst doch 100-mal mehr abschießen als mein Bot. You can steer torpedoes after launching them. You have more success if you keep the torpedoes with you. Der Bot ist auf einfach gestellt. Der wird nichts treffen. Komm, schieß! Schieß doch! Kann ich auch. Musst du suchen! Nein! Du hast uns weggerannt! Du hast dir Gas gegeben. Ich hab mal mit dem Torpedo weggeballert. Da ist ein Target bei euch. Komm nicht dran. Och, das ist wie bei so einem Flugzeug die Steuerung. Dass sie gedreht ist bei hoch und runter. Okay, dann. Reinfahren seht wohl nicht. Ja, aber mein Co-Pilot trifft hier nicht. Du ziehst ja auch nicht drauf. Zielen ist nicht meine Aufgabe. Ich soll nur hinfahren und ungefähr. Ganz ehrlich, ich habe die Steuerung nicht verstanden. Ich musste auch erstmal begreifen, dass die Steuerung von dem Torpedo invertiert ist. Ja, das habe ich auch erstmal nicht verstanden, dass die Steuerung invertiert ist. Das hat mich voll verwirrt. Mich hat es null verwirrt.
Akai hat doch so ein schönes rotes Feld für dich. Tja, nicht genug Münzen. Cooper sagt, kein Geld, kein Einlass. Ich sag aber, ich hab Geld. Ich hab 11 Münzen. Ich sag jetzt schon, ich krieg eine 2. Ihr habt gerade auch schlechte Verbindung, ne? Sagt mir die ganze Zeit, meine Verbindung ist instabil. Ich habe auf Lahm, an mir liegt's nicht. Ey, hier kostet das Münzenklauen ja sogar noch Münzen. Noch Münzen. Ich wollte gerade sagen, Donkey Kong hat am meisten. Ach, stimmt, hier bei dem Spiel muss man spammen. Ja, beim ersten war das kostenlos. Das dritte wollten wir auch demnächst anspielen, aber wir wollten erstmal 2 und 1 abschließen. 6 Münzen gewinnen. Warum auch nicht? Und ein Stern weniger, den Donkey Kong sich leisten kann. Ach, das ist auf beiden Seiten. Nein. Dann läuft die Parade hier durch. Von wo fängt die denn überhaupt an? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich von da oben, würde ich sagen. Würde ich auch behaupten, dass die aus dem Schloss rauskommen. Dann laufen die hier runter. Oh nee, ich stehe genau auf dem Weg. Nö. Du willst auch nur, dass die über mich drüber latschen. Step rank up for the most amazing show around in the year, please don't push. Ist das ein... Oh Gott. Oh, du bist bei Bowser Jr. gelandet. Herzlichen Glückwunsch, Kai. Oh, hier ist das so eine Slotmaschine, das Item Game. Ja, das Minigame habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Ja, bei Standbilder. Shy Guy says, oh. Hallo, nee, ich sage. Nee, Shy Guy sagt, ob du runterfliegst oder nicht. Und er wird uns verarschen. A, weiße Flagge, B, rote Flagge. Du musst einfach nur das tun, was der Typ auch sagt. Okay. A ist weiß und B ist rot. Okay. Das steht ja auch auf der Flagge. Ich erinnere mich, dass er ihn gerne mal austrickst. Akai hat nicht reagiert. Ich hab sie doch hochgemacht. Shy Guy sagt was anderes. Deswegen ist Shy Guy blöd. Ich hab sie hochgemacht. Zeit man hat, die Flagge noch hochzuheben. Wenn man so viel Zeit hätte, wäre ich nicht runtergeflogen. Das war jetzt nicht mal eine Sekunde, die ich Zeit hatte dafür. Nein, der hat uns beide verarscht! Es gab keinen Sieger. Tja, keine Moneten für irgendeinen. Nein, meine Moneten. Money, money, money. I like money. Ja, ich auch. Und deswegen werde ich jetzt Geld verlieren. Ja, du hast hier von den Spielern am meisten. Der Bot kann uns egal sein, ne? Hauptsache ich. Du blöder Buhu, hau ab. Ja, 11 Münzen. Damit kann er sich keinen Stern mehr leisten. Du wirst gleich platt getrampelt. Werde ich. Obwohl, nicht. Wenn ich hier nicht wegkomme, werde ich platt getrampelt. Nee, man kann hier nach rechts. Okay. Von da kommt keine Parade. Von oben kommt eine Parade. 3, 6, 9. Ja, den Stern kann ich mir eh nicht leisten, aber wo komme ich denn da raus? Ja, ich glaube, oben ist besser. Ich weiß nicht, warum man erkennt, wo die Parade lang geht. Das ist ein links. Ach, das ist Kampfminispiel. Akaya gibt Münzen ab. Nee.
Hier gab zwei Diebe. Da muss ich mal ein bisschen was gegen machen. Hallo, Kai hat mehr Münzen. Warum soll ich abgeben? Weil wir alle abgeben müssen. Aber na, du hast meine Münzen geklaut. Ja, und? Habe ich auch verdient. Ich habe Münzen dafür ausgegeben. Facelift. Kai hat schon mal verloren. Oh, ihr wisst, dass ich das immer gewinne, oder? Von der Statistik her, ja. Ich habe bisher immer mit 99 Punkten gewonnen. Das kann ich bestätigen, weil ich die Parts gesehen habe beim Schneiden. Facelift ist wirklich dein Game. Ich habe jede Runde gewonnen und immer mit 99 Punkten. Oh, warum wird mein Gesicht langgezogen und dann auch so komisch? Ich muss noch ein bisschen nach links. Ach, geht gar nicht. Vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner die Backen. Ja, diesmal werde ich nicht so viele Punkte haben. Alter. Aber trotzdem bin ich immer noch ungeschlagener Sieger, auch wenn ich mir den ersten Platz teilen muss. Ich habe 88, Mann, habe ich reingeschissen. Meine Siegessträhne ist immer noch ungebrochen. Ich habe euch meine Münzen in den Rachen gestopft. Ja, und die Trunks auch. Kai, viel Spaß auf dem Bowser Junior Feld. Mein Ego ist noch ungebrochen in dem Facelift Game. Das schaffen wir doch. Mein Ego könnt ihr nicht brechen. Im Ernst, nur 5 Münzen? Kai, gib mir ab. Es ist zwar das erste Mal, dass ich keine 99 hatte, aber das ist auch das erste Mal, dass wir das mit der Hässlichkeit Yoshi machen mussten. Also. Aua. Geschafft. Bowser fällt. Star-Present. Was? Was? Ich glaube, hier ist es garantiert. Bowser Run. Der hat nämlich keine 100 Sterne. Er hat einen Donkey Kong Rickroll. Ja, aber so richtig. Warum bin ich hier wieder mit Kai? Der trifft doch nix. Es ist Hockey, da trifft er. Wer sagt das? Ah, das ist das. Och nee. War das nicht das richtig beschissene Ranzgehen? Einfach nur hoch und runter bewegen. Und das Ding darf nicht rein. Ja, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Jetzt spielen wir Pong. Nur mit 2 Spielern pro Team. Nein. Und der scheint schneller zu werden. Mann, Donkey Kong, was machst du denn? Kai hätte uns ja auch fast verkauft gehabt. Donkey Kong, beweg dich doch! Und die Beschleunigung habe ich nicht erwartet. Ja, vor allem Input-Lag hat ein... Was? Jawoll! Nee. Hab's versucht. Ja, 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 na. Also kann's weitergehen. Jawoll! Kai, du Idiot! Du standst hinten! Ja, aber Kai hat den nach hinten geschossen. Ich bin so schnell weggekommen. Ey, immer noch besser als Donkey Kong, der einfach denkt, nö, ich bewege mich überhaupt nicht. Okay, Bowser Parade, was passiert jetzt? Ich weiß ja nicht mal, wo die Dinger lang gehen. Auf jeden Fall muss Donkey Kong laufen. Und immer noch mehr laufen. Ich glaube, er hat am Ende keine Münzen mehr. Der ist einfach bis zum Spawn zurückgeschickt worden. Und der hat wirklich keine Münzen mehr. Okay, dann läuft die Parade. Die Parade versucht immer da unten rauszulaufen und die verfolgt immer den Weg, den man ihr gibt. Weil ich weiß immer noch nicht, woran man den Weg erkennt. Du siehst doch vor dir diesen roten... Dieses rote Ding sagt, wo die lang gehen wollen. Aber vielleicht ist Zufall, woraus die kommen, weil der ist ja jetzt auch nicht nach rechts gegangen. Da an der einen Stelle. Nee, die kommen immer aus der Festung und vor der Festung. Gebt ihr eure Münzen!
vor der Festung liegt ja auch so ein Ding und mit dem kann man das dann steuern, ob die jetzt nach links gehen oder rechts oder ob sie wieder quer durch die Mitte gehen. Los, gebt mir eure Münzen. Ich hab doch eh kaum welche. Ja und? Gib mir deine Münzen. Oh. Oh Gott. Oh nee, Junge. Ja, ja Leute, war schön mit euch. War schön, euch gekannt zu haben. Donkey Kong kriegt die Münzen. Ist pures Glücksspiel. Bitte, ich will als Letzter. Nein, Donkey Kong ist als Letzter. Es gibt eine eiserne Regel. Niemals seine eigene Farbe wählen. Das bringt kein Glück. Also kein Pink bei Peach. Was hast du gesagt? Weiß ich. Meine Regel zählt trotzdem noch. Niemals die eigene Farbe wählen. Wenn ich jetzt hier gelb gehen würde, würde ich sowas von in die Luft fliegen. Ich gehe stattdessen das. Na gut. Dann vertraue ich nicht. Dann vertraue ich weiß. Ah, fuck. Ich hole mir eure Münzen. Ja, du kriegst mindestens 10. Nee, nur der Sieger kriegt. Komm, Platz, 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 Platz. Ja. Ja. Nein. Du kriegst hier nicht alles. Yoshi, du Verräter. Ich krieg gar keine Münzen. Ja, der Sieger kriegt alles. Der Zweite und der Erste kriegt Münzen. Der Dritte kriegt vielleicht manchmal einen Trostpreis. Nee, den Trostpreis, den kann auch der Erste kriegen. Ich weiß, dass der Letzte den Safe nicht kriegt. Ich weiß, dass der Erste den auch kriegen kann, die Trostmünze. Warte, wen habe ich denn heute bestochen, dass ich so viele Zehen kriege? Und ich kriege auch noch Münzen geschenkt. Und der Nächste, der drauf kommt, muss 15 zahlen. Ja, Mann. Und der Nächste wird Kai sein, der da drauf kommt. Warte mal, in welche Richtung? Nach links wirst du gezwungen, oder? Ja. Nö, Kai kriegt auch Münzen. Nur wenn man direkt drauf landet. Oh, Slotmaschine. Vielleicht leckt es diesmal nicht. So, du musst einfach nur hüpfen und gut timen. Das Ding wurde ja nicht schneller. Es wurde ja nur langsamer beim letzten. Und wie einfach ist es mit dem Goldpizza? Das sind ja zwei hintereinander. Okay. Nachdem ich den zweiten sowieso verkackt hatte, konnte ich auch einfach so drauf drücken. Ach, hat der da eine Sekunde Delay gehabt, oder wie? Ich wollte eigentlich auf den zweiten goldenen Pilz gehen. Oh, 20 Münzen. Hallo! Ich will Veto einlegen. Nee, Donkey Kong hat einfach seine ganze Existenz ein zweites Mal verloren. Ja, aber also ein bisschen leid tut mir der Bot ja schon. Mir nicht. So, wie war das? Okay, ihr müsst einfach ein Z ist hinteren tasten, ne? Welches ist hier? Z einfach ist ZL. Okay, ZR zählt nicht als das. Okay, gut zu wissen. Nee, muss ZL sein. ZL, A, B und halt die Richtungstasten, ne? Warum hast du einen Punchen? Ey, ich punch euch! Ich gebe euch Rofis. Ich habe eigentlich eine Taste tatsächlich gedrückt bei dem Teil. Warum hat Donkey Kong so früh gedrückt? Weil es ein Bot ist. Yeah! Gib mir eure Münzen. Das ist jetzt auch nicht wirklich das Schwerste gewesen. Ich kann mir wieder einen Stern leisten. Ja. Ja, leider kriegt der den Stern. Im Zweifelsfall wandert der Stern ja nicht. Wissen wir ja noch nicht. Kaya, du bist übrigens dran. Ja, ist gerade jemand mal kurz bin reingekommen.
Das ist sowas von meiner. Ihr könnt jetzt den anderen holen, wo auch immer der ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich bewegt. Ach, der wird uns vor die Nase gesetzt, Kai. Wir können doch nach unten, oder? Nee. Nö. Könnt ihr nicht. Ja, ja, gut. Wenn ich nach oben gehe, will ich mal, dass die Parade in eine andere Richtung wandert. Ich weiß ja immer noch nicht, woran man erkennt, in welche Richtung die läuft. Ja, an dem roten Ding da. Mit dem Fußstapfen. Mach ich wenig. Doch, du musst. Kai kommt zu mir. Das sah für mich nicht wirklich nach Fußstapfen aus, ehrlich gesagt. Das sah für mich eher aus wie Geister. Ich hatte gerade so noch im Kopf. Warum geht der freiwillig aufs Bowserfeld? Der hat eh nichts mehr zu verlieren. Der hat eh nur eine Münze zu verlieren. Ich hatte noch im Kopf, dass man, wenn man auf demselben Platz steht, dass man dann so ein Kampfminispiel hat, ne? Och nee! Er hat gemacht, dass wir was zu verlieren haben, aber er hatte nichts zu verlieren. Wir haben alle 20 Münzen abdrücken müssen. Kai, die machen wir lang. Ach, das Musikding, das ist gut. Du regelst das, ne? So, einmal wieder nur einfach A drücken, wenn man das Ding bei sich hat. Ich kann doch auch Practice drücken, wenn ihr möchtet, ne? Nö. Passt schon. Practice ist für Noobs. Tot der Pinguin. Du carryst keine. Ich hab schon ein paar Eichen abbekommen. Ja, warum muss ich mehr drücken als du? Warum muss ich mehr drücken als alle anderen? Ich muss als einziger gerade 5-mal. Und? Ich glaube, Donkey Kong hat aber trotzdem mehr Eichen abbekommen als ich. Nee. Was? Es tut mir leid. Er hat mit Eicheln geworfen? Ja, wenn du eine Note verpetzt, hast du eine Eichel abgeworfen bekommen. Ich hab da nichts von mitbekommen. Ich hab nämlich keine abbekommen. Ja, ich hab eine abbekommen. Und Donkey Kong hat ein paar abbekommen. Kai hat perfekt gespielt. Ist mir ziemlich egal. Das läuft ja eh nicht hier nach unten lang. Oh, doch, dafür sorge ich. Der läuft gleich in deine Richtung. Hier war Map. Ja, links sieht gut aus. Ich gehe hier nicht. Warte mal, brauchen wir extra den Schlüssel nur, um zu Todd zu kommen? Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Was ist denn das für ein Ranz? Ist ja mal richtig billig, ja, noch Geld ausgeben zu müssen, um an den Stern zu kommen. Ja. Ist halt so. Das ist ja mega ranzig. Ich finde es übrigens schön, wie man da unten alle Bowsers nochmal sieht, ne? Ja, nach oben wieder mit dir, ne? In derselben Röhre war ich auch schon drin. Ah, okay, nee, es ist random. Ich habe heute die Würfelgötter bestochen. Ah, du musst auf ein Fragezeichen kommen, um rauszukommen. Wenn du nicht auf ein Fragezeichen landest, kommst du nicht raus. Ja, Kai, gemütlich da drin, ne? Er kommt nicht nur nicht raus, er muss auch noch abdrücken. Oh nee. Oh nee, wieder mit dem. Warum wieder mit dem? Ich habe bisher jedes Minispiel verloren, wo ich mit dem zusammen war. Ach, das machen wir. Och nee.
Kai, kann ich dich gegen meinen Mate tauschen? Ich weiß, dass das dein Game war. Ich weiß, dass das nicht mein Game ist. Obwohl, ich hab's ja eigentlich gut, der Bot, der lenkt ja nicht, ne? Wer bremst, verliert! Ich weiß nicht mehr die Steuerung. Links, rechts, mit dem linken Stick. Achtung, ja, man konnte runterfallen. Ich weiß nicht, wie man Gas gibt oder wie man bremst. Wenn du nach hinten hältst, bremst du, glaube ich. Scharfe Kurve. Ah nein, ich habe das Speed-Ding verpennt. Ah gut, nein. Ihr auch. Links wäre das Speed gewesen. Hui! Oh nee, die Wände sind weg. Nein! 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 Zu viel Speed! Okay, wenigstens bin ich als Einziger runtergefallen. Wir hatten zu viel Speed. Wir hätten das Boost nicht mitnehmen dürfen. Ihr seid sowieso runtergefallen. Wahrscheinlich seid ihr auch wegen dem Boosting runtergefallen, oder? Zum einen das und wir haben die Kurve nicht richtig gekriegt. Ja, ich würde mal sagen, ihr habt die Kurve nicht gekratzt. Ja, komm, willkommen im Club, Akai, ne? Immerhin bin ich hier sicher vor der Parade. Stimmt auch. Ich sehe es von der positiven Seite. Immerhin kann mir die Parade... Ach, wie schön, dass er mir immer wieder Geld schenkt. Es ist immer nett von ihm. Ich muss jetzt erstmal aus dem kranken Hamsterrad wieder rauskommen. Nee, soll so bleiben. Aber dafür hast du doch eben 5 Münzen bekommen, dass du das machen kannst. Nee, der hat mir das Geld für einen Stern geschenkt. Nee, der hat's mir für den Schlüssel geschenkt. Nee. So, du drehst dann da drin mal ein paar Runden, habe ich gehört, ne? Nee. Ich lande hier auf keinem roten Feld. Du verlierst Münzen. Du hast am meisten, der Bot zählt immer auf dem meisten weg. Verteidige dich. Sei froh, dass er nicht 50 Münzen hatte, sonst wäre der Stern weg. Ja, hat viel gebracht. Schau, Münzen, Bayaka, ja. Jetzt wird Donkey Kong von der Parade wieder überrollt und dann sagt, das schau zu sein, Münzen. Oh, hi. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Yoshi. Slotkan. Okay, ich gehe AFK. Ich habe da den Speed heute noch nicht raus. Das ist den richtigen. Das war Kais Minigame. Kai ist da bisher ungeschlagen. Ich weiß nicht mal, wie das Minigame gerade so wirklich funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, das gespielt zu haben. Linken hoch, runter bewegen, hoch für Speed, runter zum Bremsen. Wenn du zu schnell Gas gibst, dann fliegt dein Auto weg. Und du musst halt ein paar Runden fahren. Und da oben ist Kais Rekord. Gimme. Na. Nein, ich bin weggerutscht. Ey, da gibt die schon wieder Gas. Muss aufholen. Nein. Niemand schafft es, diese Haubitze einzuholen. Der hat sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Immer. Ey, du wirst. Ey, bei dir ist dieses Spiel doch gescriptet. Ich werde immer besser in diesem Spiel.
Ich will nicht auf dem letzten bleiben. Warte ab, bald werde ich deinen Rekord knacken in dem Spiel. Und träum weiter. Ich hatte zwischendrin echt Glück, dass, dass es euch noch ein bisschen hin und her geschubst hat. Ich hatte eh keine Münzen zu verlieren, basically. Ich stehe nicht in der Mitte, also sollte mich die Parade eigentlich nicht erwischen. Toll, und jetzt verliere ich nochmal 3. Ey, er ist trotzdem 2 plus gemacht. Und geh wieder ins Mini, ich bin wieder klar, ja. Schlage die Parade, Donkey Kong. Ihr geht alle wieder gegen mich, meinst du wohl? Obwohl, das ist nicht immer negativ. Für mich zumindest nicht. Die meisten Spiele sind ja eigentlich gegen. Oh nein. Obwohl doch, oh ja, ich darf euch verprügeln. You're in the one in the dark, but hit you. By carrying rivals with the hammer and it's life out for them. Ich muss einfach nur laufen und kann euch verkloppen. Warum sollte ich den horizontal machen, wenn ich euch so kloppen kann? Wenn wir nah aneinander stehen, dass du beide gleichzeitig erwischst. Ja, ihr müsst nur bewegen. Und unsere Lampe vor dir beschützen. Press A button to figure out where you are. Press B for a wider attack range. Okay. Also ich muss das ja nur verprügeln. Ich bin nett, ich gehe auf den Bot zuerst. Ah, dafür ist das. Alter, was hab ich denn für eine beschissene Range? Ey, lass mich! Geh auf den Bot! Hier wenigstens einen erwischen! Ich verzieh dich, Kai! Alter, es ist so schwer, einen mit dem Hammer zu treffen! Das ist ausnahmsweise mal eines der Spiele, die fürs Dreier-Team gewickt ist. Es ist halt echt so. Wie soll... Der Spiel ist halt einfach für den Einzelnen gewickt. Alter, ich hatte null Chance, euch zu treffen. Null! All the parade! Warte, was? Notice, due to circumstances beyond our control, the parade has been cancelled. It's only 5 turns in the next parade. See you then. Die Parade wurde gecancelt. Wahrscheinlich ist die gecancelt, weil die Teile jetzt aufeinander zeigen. Ich gehe nach oben. Und kriege in der nächsten Runde eine 2. Ja, alle kein Item, Kai. Die Bonus-Sterne müssen es bisher noch richten. Ich wollte auch auf die Map gehen. Ich habe mich verdrückt. Ich glaube, der Shop ist nur unten. Nee, oben ist auch einer. Der sieht lustig aus, der Shop. Einer. Ich finde, der Shop ist lustig gestaltet. Ja, wahrscheinlich haben sie die Parade abgesagt, weil der... Weil die sich wahrscheinlich irgendwie gekreuzt hätten. Und der aufeinander zeigen. Ja, die dürfen nicht aufeinander zeigen. Das war's. Nee, der wäre ja sowieso hier unten durchgelaufen wieder. Vielleicht wollte er diesmal von links kommen. Da ist ja auch so ein Tor. Ach, keine weitere Runde da drin drehen, Kai? Nee, hatte ich heute nicht vor. Wieso gibt er ihm Münzen? Na guck mal, er endet es für uns. Damit er sie wieder ausgeben kann. Dafür hat er die Münzen bekommen. Skateboard Scamper. Wenn das das Spiel ist, das ich glaube, dass das ist. Yep. Yep. Die ganze Zeit B drücken, damit man bloß Gas gibt und man muss über Hindernisse hüpfen. Ja, das klappt doch bei mir nie. Ich habe bei Tony Hawk studiert. Ich hau euch ab. Ich bin weg. Da muss los. Ach, das waren die Hindernisse.
Junge, Tony Hawk. Im Gas! Ich hau ab. Oh. Da muss los! Tschüss, Kai! Das ist doch kacke, dass das Ding direkt vor mir hochgeht. Ich Junge, wie schnell soll ich man denn drücken? Ich hab die Taste so hart auseinander genommen. Du kannst wahrscheinlich auch besser, weil du nicht hier die kleinen Switch-Buttons einfach nur hast. Ich hab den Controller in der Hand. Ja, und ich hab hier nur diese kleinen Switch-Buttons von der Switch Lite. Da kann ich nicht so schnell drücken, weil ich lande wieder auf Rot. Du bleibst doch immer da drin. Mir egal, ich hab meinen Stern. So, ich richte das jetzt mal hier in eine andere Richtung. Ich will gucken, ob die Dinger sich gegenseitig beeinflussen. Och nee, nicht das Hand. Nein! Dumm. Ich wollte meinen Handschuh Akai durchs Gesicht ziehen. Ey, ich hätte dir den Handschuh abgenommen und ihn dir durchs Gesicht gezogen. Oder Donkey Kong. Donkey Kong hat schön viel Münzen. Oder Kai, der hat auch schön Münzen. Der könnte sich sogar aufregen, nicht so wie der Bot. Ich habe gehört, Kai will nach rechts. Warum denn nicht? Darf jetzt auch nochmal versuchen? Ja, ich muss ja eh einer zu dem Laden hin. Ich finde die Slotmaschine, die ist aber auch echt kacke. Die ist auch komplett beschissen. Und Tenny ist auf Rot. Kai, komm, machen wir die lang. Sky Pilots. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, dass hier auch mal ein paar der neueren Mario Party Spiele noch auf die Switch hier hinzukommen. Also 3 ist ja schon dazugekommen. Okay, wir müssen nur steuern, Kai. Du musst steuern, ich muss flattern. Ich glaub an dich. Ich hab nach links gehalten. Kai, gib Gas! Die schießen schon auf uns. Was machen die Bowser-Ballons? Flieg rein und probier's aus. Nee, ich hab's schon gesehen, was sie machen. Ach, du hast nicht mich gemeint. Du hast nicht mich gemeint, keiner. Ach so. Nee, du warst eigentlich nicht gemeint. Ich bin besser. Ich wurde von nichts getroffen. Guck mal, neuer Rekord. Ich habe jetzt auch einen Rekord hier aufgestellt. Es tut mir leid, Kai. Das ist noch nichts so. Den habe ich sogar mit einem Bot aufgestellt. Kai, das nächste Mal fliegst du, okay? Tja, ich bin nicht hier der bessere Pilot von uns beiden, Shining. Ja, ich merk's. Ja. Raus. Eine Runde Blau. Kreisverkehr. Naja, du. Wenn du auf Rot bist und eine gerade Zahl wirfst, landest du auf jeden Fall auf Blau oder halt, dass du rauskommst. Und wenn du auf Blau bist und eine gerade Zahl wirfst, dann. Ja. Ach, ich darf mir nicht mal aussuchen, ob ich kaufe. Nee, dir wird einfach eins angedreht. Was soll das? Nein! Oh. Abdrücken. Und dann geht das ganze Geld. Verdammt. Nein. Tja, so schnell ist man pleite, Shining. Kai darf auch ausgeben. Ach, aber du kriegst den Schlüssel. Ich krieg den Schlüssel, ich kann damit leben, auch wenn der wahrscheinlich teurer ist, als wenn ich ihn normal im Laden gekauft hätte. Im Laden normal hat er, glaube ich, 11 gekostet, also ja, eine Münze mehr. Ja, da willst du öffnen, Kai. Nein, will ich nicht.
Ich hab nichts zu verlieren. Ich hab nur 4 Münzen abzugeben. Ihr habt die 20 abgegeben. Ich bin vollkommen fein damit. Ranking M in? Was ist denn das? Many mushrooms sit atop. Ah, das war das mit diesem Kran. Use the crane to rake in as many as you can. Ah, move crane arm. Ist das ein spannendes Minigame? Einfach nur A drücken, wenn die Dinger vor dir sind. Und du darfst halt nur keinen Giftpilz einsammeln. Ein Goldpilz. Nein. Ey, das ist ja wie in diesen alten Automaten, in den Spielhallen, diese Krane. Egal was du machst, du kriegst doch sowieso nix. Was für ein Ranz-Game. Gib mir die goldenen Pilze noch. Ich hab gewonnen. Mit einem. Ja und? Einer ist immerhin gewonnen. Ich war dabei. Was? Wieso kriegt der denn noch Trostmünzen? Damit er mehr Münzen hat als du. Wahrscheinlich, weil ich zwischendrin einen so einen Kack-Giftpilz eingesammelt habe. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte nur 4 zum Anfang. Du hast einen Giftpilz eingesammelt? Ja, ich... Der Giftpilz war genau das, was dich den Sieg gekostet hat. Ich habe nämlich keinen... 10 Giftpilz hätte der nochmal gekostet, Kai. Tschüss. Ich hatte nämlich keinen Giftpilz. Er kommt auf das Frage, auf das Ausrufezeichen. Vielleicht muss ich mal was abgeben. Wen nimmt er was? Wen nimmt er sein Leben? Kannst du nicht machen, dass er Kai Stern abgibt? Wem muss ich was abdrücken? Davon Kai? Wer muss wen was geben? Oh, danke! 3 Münzen. Danke, ich krieg ein bisschen von meinem Geld von gerade eben wieder. Hier hast du deine Almosen. Hättest du mir nicht ein bisschen mehr geben können? Ich bin eine arme Echse. Echsen brauchen keine Münzen. Eine Spende für doch, die Armen. Ich muss doch mein Futter irgendwie bezahlen. Das bezahlt Mario, wenn er nicht bezahlen würde. Du kannst auch sowieso alles fressen. Und ja. Dann Eier ausscheißen. Ja, und dafür, dafür kacke ich ihm auf den Teppich. Ja, ist vollkommen richtig. Du kannst auch einfach den Teppich fressen, um den auf den Boden zu scheißen. So, Du musst einen Arschbomben auf dem Plättchen machen, um die Pieces umzudrehen. Du musst das Bild vollenden. Dazu bin ich doch viel zu dämlich. Das gewinne ich doch nie. Buhu. Jawohl! Ich war eine Sekunde schneller! Das war mir so klar, dass ich das nicht gewinne. Obwohl wir eigentlich genau gleichzeitig waren. Ja, ich hab Geld. Ich glaube, ich war so eine Millisekunde schneller. Ich hätte trotzdem mal ein bisschen mehr Geld. Du kommst da niemals raus. Ja und? Ist mir doch egal. Pilz, go! Der Pilz bringt ja auch keinen Stern. Komm, 9. Ja! Das ist doch gerickt. Das ist doch jetzt wirklich gerickt. Vor allem, wenn du deswegen jetzt einfach noch den Stern kriegst, ey. Dann feiere ich. Kriegt er nicht. Er hat nicht genug Münzen. Er muss zuerst noch den Schlüssel kaufen. Warte mal, ist offen? Schlüssel, Donkey Kong hat doch aufgeschlossen. Ist noch offen wegen Donkey Kong? Nein, das Tor geht wieder zu. Ach Mann! Wenn jemand durch das Tor geht, geht das Tor wieder zu. Ja, da brauche ich mir den Schlüssel eigentlich auch. Die Münze kriegt er jetzt eh. Oh, ich weiß, was ich tue. Er will mir meine Münzen abzocken. Ja, du hast so viele.
Kann ich mir den nächsten Stern verkaufen? Hallo, ich zock mir deine Münzen ab. Ich hab nicht meine Ahnung, was das Minigame hier ist, das Duell-Minigame, ne? Das ist zufällig. Wahrscheinlich. GDBAP hat ja so sein eigenes Minigame in der Hinsicht. Keine Ahnung, was es hier ist. Ja, je nachdem, was es ist, verlierst du sogar deine Münzen. Ich hab nur 16 zu verlieren, du hast die nur 40 zu verlieren. Nee, ich hab auch nur 16 zu verlieren. Du kannst nur so viele von mir abzocken, wie du selber hast. So, wo ist denn der nächste Stern? Bitte jetzt nicht hinter dem anderen Tor. Dann weine ich. Dann zocke ich Kai seinen Schlüssel ab. Danke. Da war ich doch gerade, ja. Ja, ich auch. Jammer. Vor allem ist es so kacke, da hinzukommen. Ja, warum sollte man da hinfallen, ne? Weißt du was? Der Bot hat genauso viele Münzen wie ich. Ich kämpfe mit dem. Ach, Simon Says. Ich glaube, das hat mir noch nie geschafft. Hinten ist sneaken und nicht von ihm gesehen werden. Mit runter bewegt man sich. Okay, hoch runter bewegen. Und nicht bewegen ist sich verstecken. Der braucht aber offenbar einen kurzen Moment. Ach, je schneller man sich bewegt, umso langsamer geht er auch in das Fass zurück. Okay, gut zu wissen. Nice to know. Also man will nicht Vollgas geben. Okay. Zähle ich noch? Ja, denke schon. Ich snatch da auch noch. Nein. Ey, komm, hol dir die Snitch. Hol sie dir. Du musst wieder zurück übrigens. Was? Das hat mir keiner gesagt. Hab ich auch nicht gewusst. Mir hat keiner gesagt, dass ich noch zurück muss. Irgendein Drücke war's da. Dachten wir beide auch. Okay, man muss auch wieder zurück. Gut, zu wissen fürs nächste Mal. Du bleibst auf ewig da drin, Junge. Egal, ich hab 50 Münzen. Wenn ich rauskomme, gehört Donkey Kong Stern mir. Um Gottes Willen, der darf niemals rauskommen. Jetzt läuft es am Ende darauf hinaus, dass der Stern in dieses Karussell reinkommt und er snatcht sich so den Stern. Den snatch ich mir sowas von weg. So. Er hat genauso viele Münzen wie ich. Alles oder nichts. Okay, Rock, Paper, Mario. Mario beats Bowser, Peach beats Mario, Bowser beats Peach. Peach beats Mario. Wunder mich nicht, ich meine, Peach gibt ihn einfach mal kurz eine Backpfeife. Natürlich klatscht sie dann Mario weg. Sie gibt meine mit der Bratpfanne. Und sagen wir es mal so, Bowser schafft es ja jedes Mal Peach zu entführen. Dementsprechend natürlich bin ich Bowser Peach. Wenigstens hat dieses Minigame nichts mit Skill zu tun, ne? Ja, das ist pure. Nein, bestimmt nicht. Also sagen wir es mal so. Sora aus No Game No Life würde jetzt was anderes dazu sagen. Das hat definitiv mehr als mit Glück zu tun. Okay, ich habe Peach gewählt. Ah, fuck. Tja, verloren. Schau, Münzen. Hättest du mal doch nicht genommen. Ich hätte nämlich Mario genommen. Wir wissen, dass dieses Minigame ein reines Luck-Game ist. Nee, psychologische Kriegsführung. Ich hab nicht mal dafür die Münzen. Ja, ist gut. Hört auf, mir es reinzudrücken. Ich hab verstanden. Einer von uns. Ganz ehrlich, lieber da drin als in der Parade. Naja, du hast doch eh nichts zu verlieren. Du hast doch eh nur 3 Münzen. Ich hab den Bot gefüttert. Wer soll denn damit rechnen, dass es ein Luck-Game und kein Skill-Game ist?
Deep Sea Salvage. Lava der Eise. Ach, da war wieder das mit diesem Plättchen, die runtergehen, oder? Ach, nö. Ja, B, Angriff. A, Spring. A, ZL. Arschbombe. Ich verprüge den Yoshi. Du ich musst einfach Kopfnuss. Ich geb dir Kopfnuss. Und Peach gibt Bitch Slaps. Ich geb Brofist. Ich will nicht, ich will oben bleiben. Ja, Kai ist unten. Weil ich von dir abgeprallt bin. Nee. Nein! Ich hätte Yoshi fast runtergebuchst. Ich geb dir einen Kopfnuss! Ja! Da stand ich nicht, bevor ich unten war. Das ist gerickt. Das Game war eigentlich vorbei, bevor ich unten war. Ich bin vollkommen damit. Warum schon wieder? Langweilig. Was für eine langweilige Parade. Findet ja nie statt. Einer von uns. So, was darf ich denn alles? Ich darf eigentlich alles von 3 bis 7, glaube ich, würfeln. Ich bin schon mal nicht mit AKL in meinem Team. Verdient. Verdient die Münzen verloren. Warum? Ich habe nichts getan, was das rechtfertigt. Doch, du existierst. Läuft das wieder darauf hinaus, dass alle gegen mich sind? Kommt drauf an. Ja, tut es. Also ich wieder eins für unsere Seite gewicktes Game. Quicksand. Das ist Quicksand-Kache. Ach, das war das, wo ich euch nach unten ziehe, ne? Ich kontrolliere den Treibsand. Ich muss einfach nur die Coins Typen runtersegeln lassen. Spin right. Spin left. Und ihr müsst einfach nur laufen. Laufen und Münzen sammeln. Und ich muss euch einfach nur irgendwie nach unten ziehen. Und wir deine Münzen klauen. Hey, das ist meine! Danke dir für die Münzen. Danke für die Münzen. Akaya, komm her. Ich kann so viel machen, ne? Ich kann nur machen, dass sich das dreht. Komm her zu mir! Ja! Aber vom Mozilla gab es bei dem Minigame keinen Verlierer. Nur Gewinner. Es sei denn, er verliert jetzt Münzen, weil er keine bekommt, weil er eingefangen wurde. Das wäre so schön gewesen. Well, we fit the last 5 turns. Let's see how you wretches are doing. Well, you is first. Donkey Kong is second. Peach is third. Und über den vierten reden wir nicht. So, doch, so viele Münzen. Ja, ich habe ihn noch gefiltert. So, who will win and become the so-called Superstar? Who could it be? Well, let's begin everyone's favorite game show, Predict the Superstar. The contestants today is no other than join us on stage. Warum wundere ich das nicht? I say that loser will win. Here's a 10-Coin Prison from Bowser for Yoshi, a candidate for victory. Das finde ich sehr gut. Ich wurde ja sehr oft schon als Sieger predicted und wurde dann von euch in den Dreck getreten. Und dann, als ich im Dreck war, einfach noch tiefer in den Dreck. Ja, und jetzt halt nur Duell. Oh, Kai, es könnte sein, dass wir uns duellieren müssen, ne? Sagt wer? Ja, weil wir die ganze Zeit hier in diesem Kreis festsitzen. Und wenn ihr auf demselben Feld landet? Er sitzt nicht mehr fest. Ich bin raus, Junge. Obwohl, wenn ich jetzt auch rauskomme, dann sind wir doch auf demselben Feld und dann kommt doch Duell. Ich mach dich fertig. Das sagst du. Ich will deine Münzen haben. Ich mach dich fertig. Ich mach dich nackig. Gib mir deine Münzen her. Okay, geh ich halt all in. Komm her.
Komm, komm her! Geh mal. For nothing! Wenn ich jetzt verliere, dann hast du safe gewonnen, was Münzen angeht. Ja, definitiv. Was nimmt der bloß? Ich werde Peach gehen. Deine Münzen, ja. Junge, habe ich viele Münzen. Also er kann sich einen Stern leisten. Ey, Akai, da vorne ist so ein schönes Bowserfeld. Willst du da nicht mal drauf treten? Nö. Wobei, wenn ich denn da drauf lande, gibt's nicht auch einen Stern für Münzen verlieren? Gab's da nicht? Ja, was? Es gibt so einen Unglücksstern. Dann kriege ich nämlich nicht nur den für die meisten Münzen, sondern auch für die meisten verlorenen Münzen. Wobei, die meisten verlorenen kriegst, glaube ich, du. Ja, den Preis hab ich schon gewonnen. Den hab definitiv ich schon gewonnen. Allein schon, weil ich zweimal jetzt bei den eigenen Spielen jemand abgeben musste. Tja, das ist halt doch nicht so glückbasiert. Gott. Ach, das war, du musst das Ding rumbewegen und mit dem Panzer alle Plättchen treffen. Wer als erstes seine Frames da halt alle weggemacht hat, die grauen, der hat gewonnen. Komm! Nein, ich war auch beim letzten. Wenigstens kriege ich den Minispielstern. Niemals. Ey, wenn ich das noch gewinne, ich lache mir so einen weg. Ciao. Ciao, Bella. Ey, du hast schon genug Münzen. Nee. Nee. Geiz halt. Bin ich halt ein Geiz halt sonst? Da habe ich 120 Münzen. Oh, ein Block! Ja, klar! Aber nur Münzen. Immerhin nur Münzen. Ja, okay. Willst du mal aufhören? Nein. Wie viele Münzen soll er kriegen? Ja. Weißt du was? Das ist mein Karma, weil ich zweimal All-In bei den Glücksgame gegangen bin. Da habe ich wenigstens mal wieder was zurückbekommen. Du kriegst den was Stern nicht. Karma, Junge. Dein Karma ist der größte Dreck. Ich glaube, Kai ist gerade sauer, weil er genau vor dem Stern wieder weggerissen wurde. A little bit salty. Cake Factory. Ein Kuchen. Okay, du musst das obere machen, ich das untere, Akaya. Einfach die Zutaten packen und nach oben stellen. Wird schon schief gehen. Ja. Also du musst zuerst legen und ich muss dann eine Kirsche mir greifen. Das ist eine Erdbeere. Entschuldigung. Ich hätte lieber mehr Torten. Vor allem, in welcher Frau der Sack macht die ganze Torte und vergisst dann die Kirsche. Erdbeere. Oh Gott, es wird schneller. Alter. Krieg kein Kuchen mehr gegriffen. Oh, wir haben gewonnen, Akaya. Ich hab's partout nicht geschafft, da irgendwie noch Kuchen zu greifen. Kai, es gibt ein Wort dafür. Willst du es wissen? Skillishu. Immerhin weiß es schon. Ich habe auch so oft daneben gegriffen. Ey, du solltest wieder zurück in den Kreis. Nee. Es ist gegen die Lore, dass du da rauskommst. Nee, ich habe sogar direkt zweimal hier. Du musst nach oben, wenn du zum Stern willst. Warum? Guck, vor allem, ich finde es nice, hier sieht man auch einfach, wo man wählen kann, wo man lang will. Auf dieser Map. Ja, nur ein bisschen zu viele Pfeile, finde ich.
Im Übrigen, eine der Maps, die bei dem Mario Party sind, soll auch bei dem neuen, was jetzt dieses Jahr rauskommen soll, ja wieder zurückkommen, ne? Auch beim vorherigen, diese Wolken-Map, die wir beim letzten Mal gespielt hatten, die soll da zurückkommen. Nee, du wirst gerickt, Walt. Immerhin verzieht er sich einfach und nimmt mir nichts. Besser als dass mein Leben zerstört wird. Kann ich nochmal einen Block finden? Nein. Wäre ich aber für. Nein. Fände ich uncool. Nein! Er war zu schnell, ja. Mein Stern. Das Teil hätte mich retten können. Nein, hätte er nicht. Du bist nicht mehr zu retten. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Geh zurück in deine Mitte, Kai. Geh zurück in deinen Kreisverkehr. Kommt auch eh zu nichts mehr. Immerhin bist du sicher vor der Parade, die eh nicht mehr stattfinden wird. Die war einmal da und danach nie wieder. Ja. Und der nächste darf einfach 30 Münzen blechen. Ich glaube, dass Donkey Kong eigentlich den Minusstern haben will. Hätte es nicht die Revolution sein können? Da wären unsere Münzen zusammengeworfen worden. Nein. Donkey Kong will mir Konkurrenz machen. Definitiv. Kai, ach nee. Komm Kai, machen wir die lang. Was war das? Oh nee. Draisine. Oh. A Spam mit B Bremsen und Lehnen. Ja gut, keine. Ja, ich hab verloren, weil der Bot wird nicht schnell machen. Wer bremst, verliert. Ich nehm's zurück, der Bot macht schon schnell. Speed, Kai! Gib Speed! Wir müssen Gas geben! Kai, der Finger muss wehtun! Tut er schon, tut er schon! Ich spüre ihn nicht mehr. Alter, was habt ihr... Wie habt ihr denn Gas gegeben? Speed. Warte, jedes Mal, wenn ich zu euch rüber geguckt habe, wart ihr auf Max-Tempo, ne? Mit dem Bot im Spiel ist das echt abartig. Ich hab den schon auf leicht gestellt, ne? Die Parade trotzdem sehen wir doch eh nie. Trotzdem ballern die leichten Bots auch die perfekten Eingaben für sowas raus. Ey, sehr froh, dass ich ihn nicht auf hart gestellt habe. Ja, da, ich glaube... Am ehesten kannst du den Goldpitz gebrauchen. Ja. Das ist so die einzige Chance, wie ich den Stern noch kriegen kann. Du musst halt wirklich ein Feld davor schon A drücken. Nein, ich war zu schnell. Ja, ist jetzt auch egal dann. Aber bei allen drei Dingern waren einfach zwei Goldpilze direkt hintereinander. Also noch einfacher hätte mir ein Goldpilz nicht vor die Füße gelegt werden können. Ja, und du hast trotzdem reingeschissen. Ich will's nicht bezahlen. Naja, ich habe reingekackt, weil zu dem einen einzigen Zeitpunkt mal kein Input-Delay war. Hey, genau eine Runde Kreisverkehr, Kai. Immerhin nichts verloren. Oh, da will einer noch mal Münzen abziehen. Den Handschuh zieht er mir schön durchs Gesicht und ich ja, nehme ihn alle. Ja, der besteht zu 100%ig. Ja. Dass er das auf dich geht, das war klar. Um Gottes Willen, wie viele Münzen kann er dir jetzt eigentlich abziehen? Viele. 24. Junge, der hat einfach Jackpot gemacht. Und jetzt macht er noch mal Duellhandschuh mir durchs Gesicht ziehen und dann hole ich mir die Münzen zurück. Nee, erstmal kann ich mir Münzen krallen. Wenn ich Glück habe. Er nimmt alle deine Münzen.
Ja, ich bin Pechvogel. Ich nehme diesmal Bowser. Ich glaube an Bowser. Ich predikte, nimm Mario. Oh, er will nur 10. Nimm Mario, ich predikte. Er geht Bowser. Ich sage, der geht Peach. Nö, hat Mario. Sind nur 10 Münzen. Leider geht der Bot hier bei Duellen nicht hoch, was Münzen angeht. Sonst könnte ich mir bei dem so viele Münzen snacken. Es kommt zumindest noch ein Geldverdienstspiel. Ja, einfach tauchen gehen. Lenken und A drücken. A ist nur, um wieder hochzukommen. Meine! Vergiss es! Nein! Kannst du gerne haben. Meine Kai! Nein, das war meine. Aua! Ich hab am meisten Münzen. Du hast eine mehr. Egal. Das macht mich zum Sieger des Spiels. Ey, das könnte heute das erste Mal sein, dass du den Victory holst. Ja, vor allem für Münzen auf jeden Fall. Ja, Münzen hast du schon gewonnen. Da habe ich definitiv gewonnen. Ja, die Bowser-Parade beginnt und die geht nach rechts. Jetzt will ich nochmal schön. Jetzt will ich nochmal schön Münzen, ja. Das heißt, ich habe sogar Potenzial, den Münzverlierstern zu kriegen. Oh nee, wir haben das Ding ja gedreht, dass es überall lang geht, ne? Ah, okay, in der Mitte geht's automatisch nach unten. Oh, du hattest ja aber einen langen Weg. Ja, Mann, ich krieg noch den für verlorene Münzen, den Stern, oder was? Nee, da besiegst du mich nicht. Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich alle Münzen verloren, die ich hatte. Das wäre schön. Hey, du hast 52 verloren. Damit hast du mich noch so lange nicht überboten. So wenig habe ich verloren. Ich habe mindestens das Dreifache schon verloren. Naja, das Größte, was ich verloren habe, ist meine Chance auf den Stern. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, keiner ist mehr in Reichweite, den zu holen, oder? Nö. Weißt du was? YOLO. Was kann schon passieren? Außer, dass ich meine Münzen verliere. Heul später nicht rum, wenn du deswegen verlierst, ne? Chance Time. Oh, eventuell kannst du ja deinen Stern noch verlieren. Was tust du, Kai, an? Ich verliere gar nichts. Ich verliere gar nichts. Ich habe da 40 drunter gesehen, ne? Ja, und Sterne kannst du nicht verlieren. Er verliert schön 40 Münzen. Wenn schon, dann richtig. Danke fürs Gespräch. Das war auch wirklich sogar geplant, dass du 40 verlierst. Oh Mann, die Legs gerade. Wenn in ihn reingetreten wird. Wolltest du halt nicht in mich reintreten? Kalten muss übrigens A drücken. Naja, welcher Charakter die Münzen verliert, das war jetzt nicht geplant, außer dass ich es nicht bin. Aber die 40 Münzen waren geplant. Die wolltest du unbedingt. Kai, ja, das Schöne ist, Kai kann sein Item nicht nutzen, weil es ein Schlüssel ist. Ja, und ich habe ihn nochmal Münzen abgezockt. Dadurch jetzt den Münzstern bekommt, Junge. Oh, dann, warte mal. Dann habe ich Shining einfach hops genommen. Wir können noch mal um Münzen spielen. Ja, um 10. Fight me. Fight me, Demon. Das sind meine Münzen.
war ein paar Balloon-Cards. Oh nee. Ach, das ist das, wo man vorne diese Stacheln hat und dann in die anderen hinten reinfahren muss. Ja gut, ich halte mich dann einfach mal raus und ihr regelt das unter euch, okay? Claire hat das entschieden. Nein! Meine Münzen, sage ich doch. Die Standbilder nerven gerade irgendwie ein bisschen. Die Standbilder nerven teils echt massiv. Mega. Jetzt sind die gerade wieder ziemlich extrem, warum auch immer. Ich habe gesagt, die Münzen, die hole ich mir. Nächstes habe ich verhindert, dass Kai Münzen hat. Das war nicht mal du, das war der bescheuerte Affe, der mir hinten reingerauscht ist. Den Münzstern, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Der Affe hat euch. Ja, den Münzstern, den kriegst du. Du hast so viele Münzen gesammelt. Das ist ja jetzt schon allein schon mehr als wir. Der Affe hat übrigens euch beide vernichtet. Und ich den Affen dann. Oh, okay, eventuell gibst du nochmal Münzen ab. Fight me. Fight me, Demon. Fight me, Monkey. Das werden meine Münzen sein. Komm schon, geh all in, Monkey. Das glaubst du dasselbe nicht, dass der Bot all in geht? Sagt wer. Yo! Er geht zumindest hoch. Fight me! Der Bot kann trotzdem gewinnen, es ist ein Luck-Game, ne? Try to outsmart your opponent. Ja, dann Nakaya, bist du bereit? Er hat schon gewählt. Nein! Ja! Ich wollte erst Peach gehen. Jetzt kriegt er den Münzstern. Ich meine, der Münzstern zieht sich einfach generell darauf, wodurch du am meisten Münzen kassiert hast. Einer, der sich auf Minispiele dabei bezieht und einer, der sich auf generell bezieht. Oh, alle auf Akaya. Finde ich gut. Ich trete euch weg. Look away. Einfach nur nicht dieselbe Richtung wählen wie er. Mit den Next haben wir gute Chancen. Ja, du musst ja einfach nur deinen Kopf bewegen und wir müssen halt in eine andere Richtung glotzen, ne? Schau mir in die Augen, Kai. Ich guck dir in die Nasenlöcher. Und was hast du da drin gesehen? Jede Menge grünen Rotz. Oh, die Standbilder. Die Standbilder waren gerade gut. Nirgendwo hingucken ist auch eine Richtung, ne? Ich weiß. So, Peach, du streckst die Zunge nicht mehr raus. Die Standbilder. Man darf nicht zu früh drücken. Komm schon, du Donkey Kong. Guter Affe. Böser Affe. Das Face, das Wario gezogen hat. Das hilft mir trotzdem nicht. Ich komme an nichts ran. The final turn has ended. So who is the superstar? It's time to hear the final results. Just recount everyone's stars. Yeah, the stars you all earned. Ja, okay, wir sind Gleichgesinnte, ne? So, jetzt werden die Coins gezählt. Ja, hat der ganz recht. Ich würde sagen, ihr steht sogar noch unter dem Niveau eines Affens. Minigame-Stern, der gehört mir. Ich habe so viele Minispiele gewonnen.
Ja, den Kolonister hat Akai, das war klar. Wenn der Minusstern kommt, dann bin ich zum Happening Star. Hey, hat auch nochmal einen Stern bekommen. Yay. So auf BM Karussell war, wundert mich das nicht. Ich glaube, ich bin trotzdem Letzter. Das Battle zwischen uns, wer Letzter ist, Kai. Nee, du bist vor mir, du hattest deutlich mehr Münzen als ich am Ende. Ja, du hattest genauso viele Münzen wie ich. Ja, was, komm, Bowser macht irgendwas. Das ist das erste Mal, dass ich gewinne. He's already gone. We just missed him. What are you doing? Look for the bathroom. Yeah, who's that over there? Just in time. Der wahre Superstar. Wario. You've come to farm, Wario. Tja, der ist so schwer für dich, ne? Oh, I missed. You mustn't give up, Wario. Die Power der Freundschaft. Warum lässt er sich sogar rumwerfen? Weil er ein riesen Ego hat und glaubt, er wäre unbesiegbar. Okay, ich habe ihn einmal um den Planeten geworfen. Was heißt das jetzt? Habe ich die Stärke von 100 Bowsern? Weil ich einen Bowser mit dem Gewicht von 10 Bowsern einmal um die Welt geworfen habe? Verdammt, er hat gewonnen. Ja, mein allererster Sieg überhaupt, weil nicht komplett in mich reingetreten wurde, als ich eh schon im Dreck lag. Und ich konnte auch kaum in jemanden von euch reintreten. Ah, wenigstens nicht Letzter. Wenigstens nicht Letzter. Ja, das war die letzte Map zu Mario Party 2, ne? Hey, ja. Sterne gab's diesmal ja nicht so viele. Das war ja auch eine blöde Map dafür. Moment, da liegt er noch. Und so after a long and tiring battle, Mario und Friends haben Bowser fertig gemacht. Was für Mario und Freunde? Mario und Freunde! Beziehungsweise eigentlich Mario ganz alleine. Toad hat ihm den Stern zugeworfen, er hat auch noch eine Mitschuld. Ja und? Wir haben dich angefeuert, unfreiwillig. Warum werdet ihr beide angekündigt? Warum ist der Affe neben mir? Yoshi und Peach! Ja, das sind die wahren Stars, ne, Kai? Wir sind die Sieger der Herzen. Warum werden die beiden überhaupt angekündigt? Die haben nicht mitgemacht. Naja, waren halt beide hier in den Abflussrohren unterwegs. Was, Bowser ist gar nicht böse und hat das einfach nur gespielt? Ja, bei Mario Party vertragen die sich ja. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich das will. Also Mario Party zerstört eigentlich Freundschaften genauso gut wie Mario Kart. Okay, die Quells, die müssen wir uns jetzt eigentlich nicht geben. Ich kann sie aber auch nicht skippen. Ja gut, ne? Zu Mario Party 2 war es das, dann der letzte Part, ne? Mario Party 2 war ganz lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mario Party 1 wieder. Und darauf folgen dann erstmal nur noch Mario Party 3. Bis dahin sagen wir mal, ciao und bis zum nächsten Part, ne?
Und hoffentlich dann ab Mario Party 3 auch mal mit besseren Minispielen, die weniger langweilig sind. Die weniger gerickt sind. Ich habe nie das gerickt gesehen, vor allem bei Mario Party 1 nicht. Das war immer für deine Gunsten gerickt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Jedenfalls bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Ciao.